Ja, herzlich willkommen zur Folge 4 von Vivacard Vegas. Wir haben... Ey, lass uns doch mal anfangen. Das gibt's ja gar nicht. Herzlich willkommen zur... Herzlich willkommen zur vierten Folge von Vivacard Vegas. Mittlerweile schon die vierte Folge. Diesmal wieder mit Max hinter der Kamera. Max, grüß dich. Hallo. Hi, servus. Ja, was haben wir vor? Wir sind hier gerade am Köln-Bonn-Flughafen und wir nehmen in 2 Stunden den Flieger nach Bulgarien. Wir haben eine ganze Menge im Gepäck für dieses Wochenende. Unter anderem wieder ein 24-Stunden-Rennen mit PF Racing. Dort wollen wir mal hinter die Kulissen von Karting Events Bulgariens gucken, wie die das Ganze organisatorisch bewerkstelligen. Zudem werden wir noch einen Special Guest treffen, mit dem ein bisschen was unternehmen. Dazu kommen wir aber auch noch im Laufe der Folge. Und Max, ich würde sagen, dann checken wir jetzt mal ein und geben die Koffer ab. Wir hatten hier das nach, war das vor oder nach Corona? Und da war hier alles voll, ehrlich, hier alles voll. Und da hinten ist die Security Control. Und die Leute standen hier bis dort hinten hin. Da sind wir einmal auch von hier irgendwo, ich glaube auch nach Bulgarien oder zum Rennen geflogen. Ein paar Jungs werden jetzt sagen, so, ja, Dennis ist immer in Bulgarien gerade fahren. Sind wir, ich will das hier direkt klarstellen, sind wir nur 2-mal im Jahr. Nicht 20 Mal im Jahr. Ja, die sagen mir, wenn ich irgendwo Kart fahren gehe, nur fest wir nach Bulgarien. Hol mal die Karre ab hier, wa? Das Schnellste, was du dieses Wochenende fahren wirst, oder? Vermutlich ja. Ich finde es immer schwierig, irgendwie in so Ländern immer Auto zu fahren, wo halt, ja, man nicht weiß, was hier für Regeln gelten, so, ne? Es ist einfach alles so, gerade in so Ländern wie hier, ist einfach alles so, die Straßen sind anders, die Leute fahren anders Auto, so, es wird keine, ne, bei uns ist ja so alles, alles strikt nach Regeln, ja, und hier ist einfach so, hier wird einfach geballert. Es wird einfach geballert, so, warum hält er jetzt an? Weil hier ein Loch in der Straße ist, so. Es gibt halt kein rechts vor links, so, es wird einfach gefahren und ich finde das immer schwierig, so, für eine halbe Stunde, sich da anzupassen, ne, und irgendwann fährt man halt selber wie so eine Sau, aber im ersten Moment finde ich das immer ein bisschen strange und die Karre hier auch, ne, komplette Vorderachse ausgeschlagen, das Ding rampelt und poltert vorne drin. Aber ja, kosten 10 am Tag, ne? Die Bude. Ja, sowas wie TÜV haben die hier wahrscheinlich gar nicht. Nee, haben die nicht. Hier fährt halt alles rum, was irgendwie zu tanken ist. Ja, ich glaube, es muss Licht haben. Das ist die. Ja, wird einfach dann überholt so. Jetzt haben wir mal noch schön entspannte 1/4 Stunde. Dann sind wir um 1 im Hotel und dann ist die Sache auch rum, ne? Ja, dann würde ich sagen, sagen wir an der Stelle mal gute Nacht. Ja. Und melden uns dann morgen in aller Frische wieder. So sieht's aus. So, sind wir schon an der Strecke angekommen. Einen Tag früher als gewöhnlicherweise. Wir gehen jetzt das erste Mal mit euch rein. Ist für mich auch immer so ein ganz cooler Moment, ne? Wenn du nicht weißt, wo das Rennen stattfindet, sich anzugucken, zu akklimatisieren, wo sind die Zelte aufgebaut, wie ist die Strecke. Das sind alles so Fragen, die man hat, wenn man zum neuen Veranstaltungsort kommt. Ja, dann lasst uns reingehen und schauen. Friend. How are you Welcome. Doing? Thank you. How are you Hi. Doing? Hey. Max. Martin, nice to meet you. Hi. How are you doing? All right. Yeah? Yeah. We all woke up with a headache today. So really? We're a Why? Bit, I don't know. We're a little bit slow. Yeah? But yeah, I love this track. I love the yeah, view from here. From the pictures, it looks really amazing. Yeah? Really good. And also with the mountains in the background. Yeah? It's really good. Yeah. Really good. Yeah. So what's your responsibility at Karting Bulgaria? It started only as timekeeper, but now it's general timing infrastructure, internet infrastructure, social media, race admin, so this is all your registration. So this is one of the most important men during the race? Yeah, if you have problems, don't come to me. I'll be locked in my van upstairs. So for us, it's really exciting to be a day earlier here than usual, right? To mm-hmm. see you guys, how you're ramping up everything and to testing the cards and
a training. Setup, the setup is something that goes unnoticed most of the times, yeah? And it takes a long time. Yeah, I think for so. Us, we can pack everything in 6-7 hours, but yeah, it takes us maybe 24 hours to set it up really? Properly and have everything checked. And when did you arrive actually? Yesterday or on me? I actually arrived last night at 12 o'clock. Okay. Set up the start finish straight so they can go in the morning. And now I'm finishing pit in, pit out. The timings, etc. Yeah, timing. See. And Nikolai and the team is now starting to prepare the cards and to test everything, yes, right? Yes, Nikolai and Gaidov, they come always on Thursday to test all the cards, yeah, make sure they're within 0.1 of a second. Okay. And prepare them as much as they can for the... And the track looks really fast, yeah? Yeah, I think you should be able to drive as well today. Yeah, I think so. Yeah, so, Max, wir müssen euch nochmal zurück ins Hotel den Helm holen. Ja. So I left it there, we were like, are we not sure if we can drive today already? Muss ich mir auch noch einkaufen gehen. Yeah. We have helmets here. The hotel is like 10 to 15 minutes. So... Are you staying in Leva? Mestra. Mezdra, yeah. Okay. Because in Vratza itself, all the hotels were already booked out. Apparently, yes. Yeah. This is one of the big problems with this race here, okay, is number of hotels. Okay, but we have a very nice one, actually. Yeah, the they're nice, center. But it's they're really very, very few. Ah, okay. Nice, but few. Yeah, I see. How are you doing? All good? Yes, all right. Really good. Hi. Max. Hi. This is Nikolai. Hi. How are you doing? All good. Yeah? All good. How it's going? Now it's going a lot better than the last race, yeah? As there is no rain. Oh yeah. We were, yeah, last time we were working here, it was 3 days non-stop raining. This was the 8 plus 4 hours? Yeah, 4 plus 8 at the beginning of the season, yeah. But now, yeah, it looks good. We're getting better and better with every details. Yeah. So yeah, yeah, I'm really excited to drive. For me, the track looks really fast, yeah, and nice, totally nice. Yeah, yeah, it's nice. It's a little bit green now, so no much rubber. But yeah, tomorrow on the free practice, I think it will be increasing. Yeah, for yeah, sure. Yeah, for sure. So really nice. Yeah, we are almost ready with everything. Only 2-3 more go-karts to be checked, prepared, so that we know that they can last the 24 hours, because 24 hours is not 24, it's 28, 29 with the free practice, with the quali and everything, so Das ist, was ich gerade gesagt habe, ne? Jetzt werden alle Karts doch mal hier vor Ort auch noch mal überprüft, ob wirklich nicht doch noch irgendwo irgendwo ein Detail ist, was kaputt gehen könnte oder also es wird sogar hier noch mal alles überprüft, was natürlich für uns Fahrer dann auch ein ziemlich cooles Gefühl ist, dass du weißt, so hey, also es kann immer was passieren, um Gottes Willen, aber wenn du natürlich vorm Start weißt und das Gefühl hast, die Karts sind gut vorbereitet, das ist natürlich auch für den Fahrer und für das Team immer ein ziemlich gutes Gefühl, ne? How many teams you have for this weekend? Now it's 35 only. 35, yeah, okay. Because also nicht 35 for my races, it's only because most of the races are 41, 42 and 24 hour and 50 for the smaller competitions. But for next year we are already for the 24 hours in June, we are almost 50 teams. Wow, this is incredible. Yeah. I already told them that for us in Germany, it's unbelievable that we are organizing a 24 hour race on an indoor outdoor track, and they always struggling with getting the teams. Yeah. And you are saying, okay, there will be a race next year in June, and it's after a week, it's completely booked out or almost booked out. Yeah, This is why we work so hard with everything. We are not perfect. The rain this year made things a lot more difficult. Yeah. And I even tested. I did a 29-hour test of the tires. Yeah. Wow. So that I know that these particular tires, which are German tires, I'm really happy with these tires, Beva tires. Yeah. They lasted. Yeah. So in Italy, I heard it's a small joke. In Italy, I heard it's a brand new brand from Germany. Did they use these tires? Yeah. I think the same fronts they used in Jesolo. Yeah. Because I told them. Yeah. Yeah. They asked me. It's a really nice tire, so and it lasted, so that's the most important. Yeah, I think they have changed it after 12 hours, the front. Yeah, yeah. We will not change. They will last 29 hours. Yeah. And the funny thing was that after 18-20 hours, I thought that they would die. They continued, and on the 29th hour, I went out for a session. It was just the same. Okay. And, yeah. So. Yeah. Very good. Good advertisement. Advertisement also for Beva. Yeah. Yeah. You know them. I know them pretty long. Yeah. Okay. Good. Yeah. Good stuff.
Ja, Max, danke für den Moment. Wir schauen mal weiter, was hier noch so abgeht. Das ist Nikolai. Das ist quasi der Inhaber von Karting Events Bulgarien, der quasi die ganze Orga hier stemmt. Also Nikolai hat in Sofia selber noch eine Indoor-Kartbahn. Also da waren wir jetzt vor einem halben Jahr, sind wir mal da gewesen. Das war wirklich irre. Ne? Das ist in so einer riesen Shopping-Mall, ist diese Indoor-Kartbahn. Und die ist dann quasi im Keller. Und wir sind, der Niklas und ich, wir sind da hingelaufen und wir haben so, wo soll denn hier eine Kartbahn sein? Hier ist ein Einkaufszentrum. Und dann haben wir die Schilder gesehen, sind wir da hin. Ja, das kannst du dir nicht vorstellen, wie viele Leute da hingegangen sind, um einfach Leica zu fahren, unter der Woche, ich glaube es war montags oder so. Und es war alles voll und es ist einfach der beste Standort für eine Kartbahn, was ich je gesehen habe. So, ne? Und Nicole hatte dann irgendwann die Idee, hey, lass uns doch mal Outdoor-Kartbahnen quasi mieten und da die großen 24, 12, 8 Stunden Rennen fahren. 45 Teams können teilnehmen. Ich glaube, nach 5 Tagen oder so waren 40 Teams schon angemeldet. Also wirklich irre und das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen aktuell. Ne? Wir haben noch ein oder zwei große 24 Stunden im Leihkart-Bereich. Boah, und die Leute haben immer Probleme, dass das Rennen voll wird. Ne? Und der schreibt ein Rennen aus und das ist dann voll. Ja, Nikolai war auch einer der, meines Wissens nach, das größte Leihkart-Rennen weltweit, glaube ich, jetzt gestemmt hat. Das war jetzt diesen Sommer am Slowakia-Ring und es waren 60 Teams am Start. Also wirklich irre. Also den Aufwand zu betreiben, hierher zu kommen, du hast natürlich viele bulgarische Teams hier, aber du hast auch ganz viele Teams, die aus Europa weit hierher anreisen. Ne? Und das ist halt das, wo ich mal gerne so einen Blick behind the scenes haben möchte, zu sagen so, hey, das hat alles Hand und Fuß und deswegen kommen die Leute her, um hier zu racen. Ja? Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und ja, ich bin gespannt, was die nächsten Tage so was für Einblicke wir bekommen. Jetzt sieht man mal hier die ganzen Karts. Das ist natürlich nur ein Bruchteil von denen, die er hierher bringt an Karts. Aber jetzt sieht man das mal, wie viele das sind. Das sind alles die Karts, die bei ihm in Sofia auf der Kartbahn stehen und die er dann halt verlädt und an die einzelnen Veranstaltungen bringt. Ne? Jetzt, den Veranstaltungskalender haben wir gerade schon einmal gezeigt und da bringt er all diese Karts hin immer. Ne? Also das heißt, wir werden hier gefahren, dann werden die zurück nach Sofia auf die Kartbahn gebracht. Dort werden die meines Wissens nach komplett demontiert, alles überholt, alles neu gemacht, was neu gemacht werden muss, auf Schäden überprüft und dann fürs nächste Rennen wieder vorbereitet. Dann stehen die irgendwo hochkant auf der Palette und dann schifft er die hierher. Ja, ja, und das ist jetzt auch was für uns als Teilnehmer natürlich super angenehm ist. Ne? Nikolai und das ganze Team drumherum sorgt dafür, dass jedes teilnehmende Team ein 3x3 Meter Zelt bekommt. Ja, das heißt, du musst dich da nicht drum kümmern. Du kommst hier hin und ist alles vorbereitet. Jedes Team hat Stromanschluss, du hast einen Tisch, Stühle. Jedes Team hat quasi sein eigenes Plakat mit dem Namen drauf. Und alle sind in der Reihe, was natürlich dann ganz cool ist, dass du auch mal mit anderen Teams in Verbindung kommst, ne, und andere Leute kennst. Du kannst dir vorstellen, jetzt haben wir hier wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, 40, 45 Teams, a 4 bis 5 Fahrer. Du kannst gar nicht alle Leute kennen. Und dann die Veranstalter schmeißen dich einfach in irgendein Zelt rein. Das heißt, du kennst deine Nachbarn in dem Moment gar nicht und lernst zwangsläufig andere Leute kennen, was ich persönlich immer super interessant finde. Und nochmal, das ist halt etwas, wo ich sage, boah, cool, dass das gemacht wird. Ne? Das ist natürlich für die ein riesen Aufwand, ein riesen Kostenfaktor und, aber die machen das einfach, die bauen das auf. Du kommst hierher, du richtest deine Box ein, dann morgen wahrscheinlich. Und du kannst dich einfach wohlfühlen, ne? Auch in der Nacht, so, wenn es regnet oder wenn es kalt ist, wenn es stürmt, kannst du die Seiten zumachen und du bist ein bisschen für dich, bist windgeschützt. Und jeder, der mal so ein 24-Stunden-Rennen irgendwo gefahren ist, unvorbereitet und es fing auf einmal an zu regnen oder es wurde nachts arschkalt, und dann bist du froh, wenn du sowas hast, das kann ich euch sagen. Dementsprechend finde ich das persönlich ziemlich, ziemlich cool, dass das Karting Events Bulgarien sowas halt zur Verfügung stellt. Ne? Dass das wirklich auch für Amateurteams, Hobbyteams, die das wirklich zum ersten Mal machen oder die ganz wenig Erfahrung haben, ne, ist das natürlich auch klasse, dass sie einfach herkommen und müssen sich im Endeffekt nur um ihr Rennen kümmern, ne? Und nicht um die ganze Logistik außenrum. Das finde ich ist auch immer viel, viel wert. Das ist unser Team. Da bekommt jeder Fahrer und auch seine Nationalflagge. Wir sind ja wieder unterwegs. Der Vika ist diesmal dabei, der Luke ist auch mit dabei, der mit den Jesolo war. Niklas sowieso. Der Kenneth kann dieses Wochenende nicht, dafür springt der Vika ein. Also auch ein super starkes Line-up an Fahrern, denke ich. Das macht ja auch immer was her, ne? Wenn jeder so ein eigenes Teamschild von jeder Veranstaltung noch bekommt. So als Erinnerung oder was. Der Hanyu, der freut sich immer darüber, wenn der sich das hinstellen kann. Ein paar andere Deutsche sind auch Nachbarn, das ist ganz witzig mit den Jungs. Die waren auch in Jesolo mit am Start. Letzte Woche sind die in Deutschland das große 24 Stunden in Grimma gefahren und sind Zweiter geworden. Ziemlich cooler Erfolg für die Jungs. An dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch. Ja, so sieht das mal aus hier, der erste Einblick in die Boxengasse. 99% of the things that we try to do is for your safety, okay? There are things outside of our control. You can see in the rule book
what will be the consequence? Jetzt gerade ist eigentlich die Fahrerbesprechung. Das heißt, so die grundlegenden Regeln für morgen werden mal besprochen. Es sind natürlich auch immer Newcomer dabei. Für die ist das halt wichtig, ne? Weil morgen muss man dann vor dem Qualifying vom Fahrentraining ein paar Dinge achten. Und generell versucht natürlich die Rennleitung jetzt, die Fahrer auch schon so ein bisschen einzunorden, dass es morgen auf der Strecke nicht zu rau wird. Also weil wir hatten auch Fälle, wenn es natürlich regnet und so, ne, dann geht es mit einigen Leuten durch. Und make sure you do your strategy. Die Rennleitung möchte halt jetzt schon mal darauf aufmerksam machen, dass die bei gewissen Dingen strikt durchgreift und Teams bestraft werden für verschiedene Dinge und so. Und das wird heute alles schon mal angesprochen. Also es gibt natürlich ein Reglement, wo jedes Team verpflichtet ist, sich das im Vorfeld durchzulesen und auch zu verstehen und jetzt die Chance hat, Fragen zu stellen. Und jetzt werden die Keypoints des Reglements werden angesprochen. Ne? Das ist halt so, ja, einfach so eine Begrüßung. Jetzt geht das Event quasi los. Alle hatten heute die Chance zu trainieren und das ist so der Startschuss in das Event, bevor es dann morgen Vormittag oder morgen früh wirklich losgeht. Ne? Samstagmorgen geht jetzt gleich los mit dem freien Training. Also müssen noch ein bisschen Box einrichten, freies Training, ankommen und dann heute Mittag um 12.30 Uhr geht es startlos. Bis dann ist halt noch eine Menge zu tun. So, alle sind jetzt auch, du merkst dann beim Frühstück auch immer, du merkst halt den Leuten an, so es geht gleich los. Alle sind so ein bisschen ruhiger noch. Gut, das liegt vielleicht auch an der Uhrzeit manchmal, aber das merkt man dem Team halt auch an, ne? So, dass alle fokussierter werden und ich schließe mich da auch total mit ein. So, es ist einfach dann, wenn dann so der Renntag ist, einfach nochmal ein anderes Gefühl. Wenn es dann endlich losgeht, wo wir jetzt natürlich seit ein paar Tagen darauf hingefiebert haben. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal an, wir richten uns ein und dann werden wir mal, weil das können wir gleich auf euch an der Strecke machen, dass wir euch einfach so ein paar grundlegende Regeln mitgeben, worauf wir als Fahrer oder als Team achten müssen, die dieses Reglement halt hergibt. Ne? Und dann sprechen wir uns, wenn wir an der Strecke sind, wenn wir so weit sind. Hey, Stefan Haus, nice to meet you. How are you? Reminder, qualifying starts at 9:30 sharp. 9:30 sharp. 10 Minuten. Spät dran. Im Prinzip haben wir ja 60 Minuten Qualifying. In den 60 Minuten müssen wir zweimal ein Car tauschen. In der Zeit, beziehungsweise wenn man zu lang warten tut mit Car Tausch, denke ich, dass nach hinten raus die Karts schlechter werden, weil ja mehrere Teams dann direkt tauschen werden. Und so ist es wichtig, vielleicht 2, 3, 4 gute Runden hinzulegen und dann direkt den ersten Tausch schon mal vollzieht, so dass man nicht am Schluss unbedingt am Start ein schlechtes Car hat. Platz 1 wäre besser. Also. Wir sind jetzt ungefähr anderthalb Stunden vom Rennstart. Ich bin der Glückliche, der fahren darf, den Start. Wir gehen jetzt hoch, da wo wir uns, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wo dieses Bändchen, das ist so ein RFID-Transponder drin, wo meine Informationen drauf gespeichert sind. Jeder der Fahrer hat quasi so ein Bändchen. Es gibt halt eine Regel, die Fahrer müssen eine Mindestfahrzeit im Rennen absolvieren. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit 4 Mann fahren, ich weiß jetzt nicht genau, muss, glaube ich, jeder Fahrer mindestens 2,5 Stunden fahren. Jetzt muss ich, weil ich Start fahre, dann kann ich mich anmelden. Hier sieht man die Boxengasse. Hier kommen wir hochgefahren und da vorne ist dann so eine weiße Antenne. Und da halte ich das quasi vor. Jetzt vorm Start mache ich das so. Und wenn ich mit dem Kart nachher oder der nächste Fahrer von uns, ich weiß nicht, wer jetzt nächstes fährt, Luke oder Niklas oder Vika, die fahren dann hier die Boxengasse hoch, halten den Transponder einmal vor die Antenne und das Timing-System weiß, alles klar, der nächste Fahrer, Niklas zum Beispiel, ist jetzt eingeloggt.
Und dann können wir in dem Live-Timing, können wir nachher mal einen Shot machen, können wir in dem Live-Timing sehen, aha, wie lange ist der Niklas denn schon auf der Strecke? Weil wir dürfen auch nur 70 Minuten maximal fahren am Stück. Ja, das heißt, wir müssen raus. Wenn es 71 Minuten ist, gibt es eine Zeitstrafe. Und ich glaube sogar eine ziemlich fiese von einer Runde, zwei Runden. Das heißt, bei 69,59 Sekunden muss der spätestens ganz unten über die Linie gefahren sein. Und dann stoppt die Fahrzeit von ihm auch automatisch. Ja, unten ist also auch eine Zeitschleife. Wir fahren rein und die Fahrzeit stoppt in dem Moment. So, und dann kannst du am Ende des Rennens, kannst du dann halt auch schauen, oder während des Rennens auch, wie viel Fahrzeit hatte ich denn bisher? Ne, weil das alles auf diesem Chip quasi gespeichert ist. Steige ich jetzt heute Abend irgendwie das dritte, vierte Mal ein, dann kann ich sehen, so okay, ich habe schon 3,5 Stunden Tracktime zum Beispiel. Na, das ist auch für uns strategisch ganz gut zu sehen. Meine Startstunde war gut, ja. Wir sind dann wieder rausgefahren mit Team Nummer 12, Eventa, auch im Zug. Das heißt, wir haben im Boxenstopp nichts verloren, nichts gewonnen, was völlig in Ordnung ist. Der Niklas sitzt jetzt gerade drin und ja, wir haben jetzt schon einen Gap zu Platz 2 von 5 Sekunden. Also macht der Niklas echt gut. Er hat einen kleinen Moment gebraucht, um sich so an die Strecke zu gewöhnen. Das ist auch immer ein bisschen tricky, ne? Wir sind ja gestern freies Training gefahren und wenn du heute ist ja noch gar nicht gefahren, und steigt jetzt dann quasi kalt ins Rennen ein. Das ist halt immer, die Bedingungen sind anders als gestern. Und da muss man sich einfach von 0 auf 100 dran gewöhnen. Und ja, das dauert manchmal einfach, ne? Bis du dann deinen Rhythmus gefunden hast, bis du drin bist, bis du die Strecke wieder neu kennengelernt hast. Wo ist Grip, wo ist kein Grip? Ist noch die ganze Zeit natürlich 40, 35 Karts gefahren. Macht der Niklas tipptopp. So kann es weitergehen. Ja, 5 Sekunden Gap. Das heißt gar nichts. Es sind noch 22 Stunden und 12 zu gehen. Dafür ist dieses Live-Timing halt ziemlich cool. Wir können das alles verfolgen. Wir können die Rundenzeiten der anderen Teams direkt sehen. Was fahren die gerade? Was fahren wir im Verhältnis? Wo holen wir auf? Also, besser hätte der Start nicht laufen können. Und jetzt müssen wir einfach dranbleiben. Konzentriert bleiben. Jeder muss jetzt seinen Job machen. Wir wechseln uns ab mit der Strategie und so ein bisschen immer. Und dann schauen wir. Wenn ich wieder dran bin, ja, dann wahrscheinlich in 2,5 Stunden, würde ich sagen. Fahre ich dann den nächsten. Das heißt, Rennstunde 3, 4, 5.
irgendwie sowas. Und dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht wie jetzt. Die Sonne geht langsam unter, Flutlicht ist an. Es ist ein bisschen weniger Grip, weil die Temperatur runtergeht. Das heißt, wir haben noch gute 17 Stunden zu gehen. Du kannst natürlich in der Nacht so ein Rennen relativ easy verlieren. Es geht alles ein bisschen drunter und drüber. Es ist dunkel, die Leute werden müde. Da versuchen wir natürlich gegenzuwirken und on point da zu sein, um das Rennen für uns zu entscheiden oder eben den aktuellen Abstand zu halten. Die Teams fangen sich jetzt noch ein bisschen an vorzubereiten. Das heißt, die Visiere werden gewechselt, alle fahren jetzt klare Visiere. Ich brauche mal einen Moment, bis man so in die Nacht kommt. Ich halte die Nacht so besser durch, wenn ich im Flow bleibe. Also wenn ich fahre, wenn ich aktiv bin, als wenn ich jetzt irgendwo hier sitze und wie gerade die Zeiten aufschreibe, weil dann falle ich in ein Loch und werde einfach todmüde mit der Zeit und dann macht das Ganze auch keinen Spaß mehr. Das heißt, ich werde jetzt heute Nacht relativ viel fahren oder ich versuche es zumindest. Und Thema Abstand, wir sind gut eine Runde vor auf Platz 2 oder eine Dreiviertelrunde vor. Klingt erstmal ziemlich komfortabel, dieser Vorsprung ist aber eliminiert, wenn wir mal ein schlechtes Kart oder zwei schlechte Karts nacheinander bekommen, dann ist der Vorsprung wieder weg. Das heißt, wir können uns da jetzt nicht drauf ausruhen. Ne? Wir versuchen weiter zu pushen jede Runde. Die Jungs wissen auch Bescheid, dass das jetzt, es gibt ein gutes Gefühl, ja, aber man darf sich darauf nicht ausruhen. Wie gesagt, wir haben 17 Stunden zu gehen, da kann alles passieren. So verlasse ich mich auch aufs Team und da kann sich jeder bei uns im Team aufeinander verlassen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder weiß, es muss Vollgas gegeben werden, um eben ja, morgen um 12:30 immer noch vorne zu sein.
Dennis, wie sieht's aus? Ready. Dieter, two minutes, maybe. Letzte Minute vom letzten Wechsel. Wird spannend, dass die letzten 20 Minuten nichts mehr passiert. Warten wir mal ab. Die 24 Stunden wird kaum ein Wort mit dem anderen Teams gesprochen. In dem Moment bist du ja irgendwie Competitor, ne? Du bist ja, du racest ja gegeneinander. Und wenn das Rennen vorbei ist, so dann gratulieren sich alle, also ist es nicht mit allen so. Aber ich würde mal sagen, mit 90% Lehrer ist es so. Und man freut sich auch füreinander, ne? Also wir haben jetzt leicht reden, klar. Aber das ist so das, was ich hier gerade bei dem Rennen so erfahre. Ne? Die Leute freuen sich füreinander, die zollen dem ganzen Respekt und sagen so, ey, es ist ja wirklich geil gemacht, Gratulation. Und das finde ich hier besonders cool. Und jetzt geht's rucki-zucki ab an die Siegerehrung. Jetzt geht's direkt los, das ist hier immer so, ne? Zum Wohl, sind doch alle weggelaufen. Ah, ich bin happy. Happy und am Ende müde. Gut, freue ich mich drüber. Rennen ist vorbei. Die Jungs haben auch alle, keine Ahnung, 32 Stunden in den Knochen. Und jetzt saugen die schon das Öl von den Motoren ab, packen alles ein, verladen alles in ihre Container. Und dann fahren die heute noch zurück nach Sofia. Und morgen stehen die Jungs auf der Indoor-Kartbahn da und arbeiten da. Also das ist völlig Wahnsinn. Völlig Wahnsinn. Und die müssen ja jetzt hier 50 Karts oder 55 Karts abbauen, vorbereiten für den Transport. Das heißt, die ganzen Zelte müssen abgebaut werden, die ganze Verkabelung muss wieder zurückgebaut werden. Die Monitore, die Boxen, alles, was du ja hier siehst, haben die ja mitgebracht. Und das machen die jetzt. Und das ist halt das Krasse, das ist einfach so ein eingespieltes Team. Die machen es einfach fertig jetzt. Zack, jeder weiß, was er zu tun hat, keiner trödelt rum. Und ja, das finde ich auch unfassbar beeindruckend, ja, weil ich weiß nicht, was anstrengender ist, ein 24-Stunden-Rennen zu fahren oder 24-Stunden-Rennen hier als Mitarbeiter zu betreuen. Und ich glaube nicht, dass das weniger anstrengend ist, und das ist echt eine Nummer.
Das ist krass und das zeigt einfach, wie professionell das ganze Team rund um Karting Events Bulgarien das aufzieht. Und das ist wirklich, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden, glaube ich. Also andere Veranstalter oder generell das nehmen, um zu sagen, so hey, das muss man einfach weiter ausbauen. Ne? Weil in Deutschland haben wir solche Rennen ja überhaupt nicht mehr in der Größe. Ne? Was ich auch sehr verwunderlich finde, aber ja, es ist so. Und ich glaube, sowas kann bei uns auch funktionieren. Ne? Also, es gibt ja bei uns auch genug Leute, die Bock auf Langstrecken-Leihkart-Rennen haben im Rahmen der Soli World Series. Ne? Also das gibt's ja. Das muss halt nur in die Hand genommen werden und auf diesem Level auch dann veranstaltet werden. Das noch kurz abschließend dazu, wo wir das gerade gesehen haben hier. Da fährt der Wagen wirklich noch immer.